Hallo, grüße euch und wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Thomas Klein und ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal Mission Millionär. Und heute geht es mal wieder um ein kurzes Update zur Gazprom-Aktie. Und ich habe ja hier diese ADR und da befinden wir uns jetzt gerade hier auf einem umgerechneten Euro-Kurs von knapp unter 5 Euro. Und wir sehen hier natürlich, wie genial wir uns hier an sozusagen an der 5-Euro-Marke da sozusagen hin und her schlängeln, ja. Und wenn ihr mal ein bisschen zurückblättert auf einige Videos, die ich sage mal so im Januar aufgenommen habe oder im Dezember oder sowas, ja. Januar, Februar, Dezember, da wo wir noch weit unter 5 Euro lagen, ist noch 20, 30% darunter, war ja sozusagen meine Prognose, dass es wir definitiv auf dem Level schaffen, dass wir sozusagen bis, sagen wir mal, zu Q2 2021, also bis zur Dividendenausschüttung dann letztendlich Ende Q2, durchaus möglich sein könnte, dass wir sozusagen hier in diesen 5 Euro bis maximal 6 Euro Level hier uns einfach bewegen. Und das ist natürlich auch dem geschuldet, dass letztes Jahr eben diese Energieaktien halt auch so schlecht gelaufen sind. Und das ist meistens, jetzt haben wir natürlich auch noch diese Rotationen, ja, wo halt sozusagen wieder ein bisschen mehr Geld abfließt aus diesen ganzen Trend-Highfly-Aktien von verschiedenen Branchen wie Wasserstoff und so weiter. Und sozusagen ist es ja ein sehr, sehr solider Counterpart halt auch, wenn du gleichzeitig, so wie ich halt auch, ein paar kleinere Positionen von ein paar hundert Euro ja, in Wasserstoffaktien, Lithiumaktien und so weiter eben auch investiert hast. Also was Energie betrifft, ist insgesamt meiner Meinung nach ein absoluter Zukunftsmarkt, ja. Egal, für welche Aktie du dich da entscheidest. Und nur mit dem halt dem großen Vorteil, dass halt zum Beispiel hier bei der Gazprom letztendlich du einen großen Anteil hast vom Staat, der halt mit drin ist, was halt sagen wir mal, in Russland meiner Meinung nach ein Vorteil ist. In Deutschland würde ich jetzt vermeide ich in der Regel Aktien, die halt einen großen Bestandteil vom Staat drin haben, also zum Beispiel wie die Commerzbank oder sowas, ja. Da wurde die schon seit Ewigkeiten ein Viertel zum Staat gehört, würde ich schon allein deswegen nicht kaufen, ja. Und weitere Firmen. Ich glaube, die einzigste Ausnahme jetzt war ja so ziemlich alle Firmen irgendwo Zuschüsse jetzt vom Staat bekommen haben, Kredite und so weiter, besonders in Touristenbereichen und so weiter. Ne? Also da lässt sich jetzt das kaum noch ausschließen. Also ist das schon eine gewisse Vermischung auch zwischen offener Markt und Sozialismus natürlich auch gegeben, ja. Aber das ist eine Sondersituation jetzt auch nach wie vor, also noch, immer noch anhaltend mit dieser Corona-Krise. Und von daher lässt es eben nicht vermeiden. Also ich habe jetzt auch mittelfristig eine Position vor 2 Wochen oder so aufgenommen von Lufthansa, ja. Können wir mal ganz kurz schauen, wo da aktuell eigentlich der, obwohl jetzt natürlich Lufthansa mit dem, jetzt lädt er wieder so ewig lang rum hier, wenn ich mal hier was live machen möchte. Nicht zu fassen. Komm. Deutsche Lufthansa AG. Ja, also komm, jetzt mach. Das ist ein ewiges Gemache hier. So, jetzt sind wir in der Lufthansa. Ich habe die Lufthansa hier irgendwo gekauft. Das war so vor 2, 3 Wochen. Ja, es hat dem wieder gefallen, aber das ist mir egal, weil ich habe es ja längerfristig gekauft. So auf 1 bis 3 Jahre hin, wo ich jetzt nochmal sagen kann, okay, wenn das jetzt der Jahreschart ist vom letzten Jahr eben, also wo wir hier also natürlich abgesagt sind, jetzt aber erstmal auf 3 Jahre gehen, ist halt meine Hoffnung sozusagen bei der Lufthansa, dass wir sozusagen hier halt so eine Art Rebound halt wieder entdecken, sobald halt wieder alles in die Normalität zurückgeführt wird, weil halt normal einfach die Lufthansa auch nicht sterben wird. Ja, also die wird auch nicht und
Da ist es ja auch so, dass es heißt, okay, Lufthansa wird dann sozusagen die Kredite wieder zurückführen und dann wieder sozusagen frei vom Staat ist. Ja. Ist nicht so astrein, aber ist auch die einzigste Position, die ich halt in dem Bereich jetzt sozusagen hier noch dazu geholt habe. Ja, eigentlich wollte ich ja die Dinge machen, das Video zum Thema Gazprom, ja, aber jetzt habe ich nur mal kurz über die Lufthansa auch gesprochen, dass ich da eben auch investiert bin. Eine von den Positionen, wo man sagen kann, okay, das sind diese Value-Aktien, die sozusagen jetzt im Rebound, ja eigentlich schon in der Rebound-Phase sind, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ich meine, hallo, die waren ja irgendwo hier bei 7 Euro und jetzt sind wir halt bei 11, 12, das sind ja schon mal wieder 50%. Ja. Also insofern bin ich da eigentlich fast wieder zu spät dran gewesen. Wo ich es halt recht gut erwischt habe, ist die Fraport. Ja, Fraport, da bin ich halt mitten in der Krise rein. Da war die unter 40. Oh Mann, das Internet heute, das ist wieder ein Dilemma. Was ist denn heute los? Fraport, komm. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendeine Applikation, die ich installiert habe, saugt mir hier die ganze Kraft weg. Am Wochenende. Ja, wir sind jetzt hier bei der Fraport auf 54 Euro. Und wann habe ich die gekauft? So, also mehr oder weniger mitten in der Krise hier irgendwo. Das war so im April, Mai sowas rum. Da war sie so auf so 36. Ich habe öfter mal ein bisschen was nachgekauft, so in Lots. Ja. 36, 40 Euro, sowas, immer um den Dreh rum. Ganz ehrlich gesagt, ich bin vom Investmentbank auf die Idee gebracht worden, die Fraport zu kaufen. Damals habe ich halt immer diese Krisensession jeden Tag vom Investmentbank angeschaut, weil ich auch nichts Besseres zu tun hatte. Zu dem Zeitpunkt, als halt der Lockdown so richtig reingehauen hat, ne, und dann hat man plötzlich keine Cafés mehr, wo man hingehen kann, kein Kino mehr, und dann schaut man sich halt anstelle von irgendeinem Blödsinn, schaut man sich halt Investment Daily Life Sessions an, ja. Mittlerweile habe ich da jetzt keine Zeit mehr dafür, aber und dann hat er halt immer wieder die Fraport hat dann erwähnt gehabt, er hat gesagt, okay, habe ich gekauft, ne, und dann habe ich sie halt auch gekauft. Na gut, ist halt eine ganz normale Turnaround-Aktie. Die Begründung für Fraport war halt damals, dass sozusagen Fraport auch, wenn der private Tourismus-Passagier Verkehr nicht so astrein läuft oder nur beschränkt, dass halt doch der ganze Businessverkehr, der ja nach wie vor, ja, also man darf ja nicht vergessen, es sind ja auch viele Güter und Dienstleistungen, also Güter, nicht Dienstleistungen, viele Güter per Flugzeug, ja, also nicht nur per Schiff und Eisenbahn und Lastwagen, sondern auch per Flugzeug eben, ja, verkauft und transportiert und eingekauft, transkontinental. Und da ist eben der Münchner Flughafen mit der Fraport der Dreh- und Angelpunkt nicht nur von Deutschland, sondern von ganz Europa. Ja, also über den läuft halt fast zentral der ganze europäische Flugverkehr, Business to Business halt auch. Und der Luftverkehr sozusagen. Und von daher, das war, fand ich halt recht überzeugend, habe es dann gekauft. Ist halt da jetzt die ganze Zeit so rumgedümpelt und dann irgendwann, war das im November oder so, als es dann hieß, machen wieder auf oder keine Ahnung, was dann halt war. Also Sinn und Zweck der Sache ist halt auch das gleiche Prinzip wie bei der Lufthansa, nur dass ich da ein bisschen früher mit dabei war. Du schaust dir halt den Jahreschart an, da bin ich jetzt schon irgendwie wieder 20% oder 25% im Plus, ja. Und dann gehst du halt auf 3 Jahre zurück und sagst, okay, wo war das Ding denn, als alles normal war, in Anführungsstrichen normal, ja? Ja, das war irgendwo so auf 70 oder 60 oder irgendwie sowas, ne? Also ist hier nochmal, ja, sind nochmal 10 bis 20% drin, ja? Und so lange werde ich das Ding auch halten. Und dann wahrscheinlich, wenn wir dann hier oben wieder sein sollten, dann werde ich es vielleicht wahrscheinlich weiterhauen, weil ich glaube, die bringen jetzt auch keine Dividende oder sowas. Ne? Also wenn man mal anschaut, die ist dann irgendwie mehr oder weniger da oben, hat sich über Jahre hinweg so gut wie nie bewegt, von dem Ding hier. Wenn wir mal schauen, 5 Jahre zurück.
Ja, also das ist also, warum soll ich dann so eine Aktie irgendwie dann jahrelang halten? Ja, also wenn sie kein Potenzial hat, Kurspotenzial weder noch irgendwie Großdividende zahlt. Ja, also ich glaube, die zahlt maximal 1% oder wenn überhaupt irgendwas. Ja, also aktuell vielleicht gar nichts mehr. Also es besteht auch kein Grund. Wie gesagt, das sind so diese Turnaround-Aktien, die ich so 1 bis 3 Jahre plane zu halten. Also Fraport ist dabei, Lufthansa, was hat sie noch? American Airlines bin ich relativ gut eingestiegen. Bin ich immer so um die 20%, schwankt halt immer so plus. American Airlines kann man nochmal kurz vielleicht schauen, wenn es nicht wieder ewig lang war. Also ähnliches Bild mit der American Airlines, da warte ich jetzt auch nicht noch. American. Oh, ich weiß nicht, warum das so langsam heute alles läuft. Irgendwas stimmt da nicht, egal. Das lädt jetzt hier ewig, ich habe nach American Airlines geschaut. Ganz ähnliches Bild bei American Airlines. Da sind wir gerade so bei 24 Dollar, irgendwie sowas, ja. Und auch die werde ich nicht ewig behalten. Ich wüsste gar nicht warum. Ja. Wenn die wieder, sagen wir mal, wenn wir jetzt sagen, okay, wir sind auf 24 Dollar und wir gehen da jetzt mal auf 3 Jahre zurück. Ich weiß, ihr seht es jetzt gerade noch nicht, aber so. Jetzt haben wir es endlich. Okay, ein Jahr, das ist die American Airlines. Also hat schon gut zugelegt, wenn wir es mal aufs Jahr gesehen. Aber wenn wir jetzt wieder auf die 3 Jahre gehen, dann sehen wir halt, okay, ist hier Ewigkeiten um die 35, 30, mal hier ein bisschen höher rumgedümpelt. Eigentlich sind wir da fast schon dran. Ja, also wenn wir jetzt hier nochmal, ja, irgendwie nochmal 10% steigen, ja, dann werde ich wahrscheinlich meinen Einsatz rausnehmen. Und oder auch komplett verkaufen. Ja, dann habe ich irgendwie meine 50% oder was Turnaround gemacht, ja, weil ich ja auch erst ein bisschen später rein bin. Okay, das waren so die Turnaround-Aktien, und was ich da so an Gewinnen mache, die packe ich halt dann wieder in die Gazprom-Aktie rein, die ich halt dann etwas längerfristig plane zu halten. Also sagen wir so auf die nächsten 10 Jahre. Das soll es gewesen sein für dieses kurze Update. Ich wünsche euch was. Haut rein. Ich wünsche euch glückliche Händchen an der Börse oder sonst auch irgendwo im Leben und hoffentlich wird bald wieder mal aufgemacht. Bei uns hat es fett geschneit in München. Also am Wochenende hat noch der Birnbaum geblüht. Ne? Und jetzt schneit es wieder. Also das ist wirklich totale Wahnsinn. Auf jeden Fall schauen wir wieder rein und geben einen Daumen hoch und lass mir einen Kommentar da, ob du auch Turnaround-Aktien irgendwie vielleicht dir ins Portfolio gelegt hast und wenn ja, welche oder beziehungsweise was du davon hältst, einfach mal nur für auf 1 bis 3 Jahre Aktien einzukaufen aufgrund der Krise vielleicht und die dann wieder zu verkaufen und dann die Gewinne wiederum in längerfristige Dinge, die du planst, längerfristig zu halten, wieder zu reinvestieren. Ob das vielleicht auch eine Strategie ist, die du in Erwägung ziehst oder vielleicht schon längst machst, oder auf jeden Fall ist es nur eine von vielen Ansätzen, Möglichkeiten, Strategien. Deine Meinung ist auf jeden Fall wie immer willkommen. Hau es mir in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Schauen wir wieder rein. Dein Thomas Klein von Vision Millionär. Bis dahin, tschüss.